Hallihallo und willkommen zurück bei Flutter Gaming. Mein Name ist Tim und wir spielen heute weiterhin zusammen Zelda Oracle of Ages. Wir haben in der letzten Episode, glaube ich, den dritten Tempel fertig gemacht. 1, 2, 3, jo, das sieht doch ganz gut aus. Windows will sich neu starten, das ist doch super, das fängt doch alles gut an. Mir ist arschkalt, ich habe vergessen, die Heizung anzumachen und deshalb trage ich heute Winteroutfit. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die Flöte, ich glaube, die brauche ich, um mein Tier dann rufen zu können. Seltsame Flöte. Dann nehmen wir die schon mal mit, denn ich glaube, die brauchen wir dann irgendwie bald. Ja, es geht weiter. Ich glaube, unser Makubaum hatte gesagt, dass wir nach Nordwesten müssen. Und da gehen wir auch mal hin. Wir gucken einmal kurz bei unserem kleinen Schützling vorbei. Link geht es schon besser. Vielen Dank, sagt sie. Ich habe wieder meinen Kraftring dabei. Mein Sohn, geht es besser. Ich habe Zeit, dir noch mehr zu erzählen. Danke. Denn halt einer Nuss hängt von den Taten des Gärtners ab. Je mehr er umherreist und je mehr Gegner er besiegt hat, desto positiver ist die Wirkung auf die Nuss. Alright. Dann warten wir wohl mal. Richtig. Und ja. Kommt es mir vor, da wird der Turm tatsächlich größer. Der wird tatsächlich größer und das ist gar nicht mal so gut. So. Guck mal, hier kann ich jetzt ja lang schwimmen. Das ist das Schöne. Ich kann nicht mehr wie so ein Idiot ins Wasser fallen. Ah, siehste. Jetzt geht es nämlich. Jetzt haben wir nämlich endlich die... Jetzt haben wir endlich die Dingensbumsens, die Tröte. Und... Hä? Jawollon! Das ist doch was. Ah. An die Atzen erinnere ich mich auch. Mit denen kann man nix. Die, wenn ich die jetzt haue, dann werde ich ordentlich elektrisiert. Deshalb, ja. Machen wir das mal so. Hier könnte man auch wunderbar buddeln. Ich habe jetzt schon. Ah, guck mal, das sind die Zora-Dinger. Das ist dieser eine Ring, der schützt ja vor Zora-Feuer. Und ich glaube, das sind dann. Das sind sie dann. So. Ah ja, okay. Hier müssten wir so. Das sieht doch alle super aus. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. Und. Ah! Hier kommt auch gerne die Hexe auf jeden Fall. Oh, geil! Wir kriegen Dimitri. Yes. Das sieht mir doch so aus. Das sehe ich doch. So. Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an, diese Brücke zu den Symmetria-Stadtruinen zu bauen. Doch hauen sie ab in die Pause. Ich warte schon ewig, aber sie kommen nicht zurück. Bei dem Tempo wird das nie etwas. Ich hätte sie schon längst gesucht, aber die Gegend hier ist so unwegsam. Zu Fuß kommt man nicht weit. Ach, so Mist. Tja, guck mal, da drüben ist doch schon einer. Ganz faul, das sehe ich doch. So. Okay. Oh, das ist unangenehm, ne? Wo ist mein Reitcompanion? Bin ich blöd? Ach so, ich kann ja schwimmen. Ne, kann man ja einfach hier. Ups. Oder auch nicht? Wait, what? Hab ich was verpasst? Mein Herr, endlich habe ich euch gefunden. Ah, hör zu, es ist eine Tragödie. Ein rotes, echsenartiges Tier hat sich in den Wäldern verirrt. Ah. Jo. Okay, jetzt bin ich doch im Bilde. Ah, Mann.
Und ja, ist doch super. Da müssen wir einfach nur eben an den Dings und Dimitri aus seiner Misere befreien. Dem ist es da ein bisschen schlecht gegangen. Der hat sich in die Wälder getraut. Und die Feen kriegen es selbst nicht mehr gebacken. Hier entlang, Meister, hier. Da, 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 da. Bla, da, da, da. Da, 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 ba, ba. Da ist er doch. Oh, sieht alles gleich aus. Wie kommt Dimitri wieder raus? Oh, du hast doch Dimitri auf der Insel geholfen. Du kamst gerade recht. Oh, mein Herr, ihr habt es gefunden. Wir geleiten euch zum Waldrand. Yeah. Hier werdet ihr euch nicht mehr verirren. Verzeihung, wir haben es nicht so gemeint. Aber das Suchen macht mehr Spaß als das Verstecken, nicht wahr? Genau, ich würde es so gern nochmal machen. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Auf Wiedersehen. Ich bin froh, vorzugehen. Du hast mir zweimal geholfen. Wer bist du? Zelda? Ein komischer Name. Doch von heute an ist Zelda mein Freund. Hey, tolle Flöte, Zelda. Sind nicht... Was? Aufzuhalten. Nimm die... Was? Bin ich... Hatte ich gerade einen... gerade einen... Wait. Was war da? Mein Freund, hey, Zelda. Sind... Was? Was? Voll Zelda. Sind nicht aufzuhalten. Nimm diese Flöte, spiel diese... Okay, ist einfach richtig weird, was hier steht. Ich weiß nicht, was da los ist. Spiel diese Flöte. Ich komme, sobald ich die Flöte höre. Die seltsame Flöte ist Dimitris Flöte. Spüle sie, um Dimitri herbeizurufen. Digga. Gut. So. Nach Norden, spring auf. Ach so. So kann ich den fressen. Gut. Da können wir hoch. Und... Das... Bringt nichts oder was? Oh Mann, Alter. So, gut. Dann laufe ich jetzt die ganze Scheißstrecke nochmal. Herzlichen Dank für gar nichts. Die große Preisfrage ist ja, schaffen wir es, diese Folge in den neuen Tempel? Übrigens, ich habe keine Ahnung, also die, ich habe keine Ahnung mehr, ab jetzt, wie es weitergeht. Welche Gegner jetzt kommen, welche Dungeons jetzt kommen, welche Orte jetzt kommen. Huch. Ah ja, Treiber haben sich einfach installiert. Alles wurde eben schwarz, cool. Er will eine Brücke zu den Symmetria-Stadtruinen bauen, aber niemand benötigt so ein Ding, also kein Grund zur Eile, oder? Ich muss da hin, Alter. Hä? Digga, was? Was ist hier los? Muss ich jetzt erst einen offiziellen Arbeitsauftrag abholen oder... Was? Faul nichts nützigen Tagträume. Aber sie kommen nicht zurück. Hey Kollege, du würdest den Rumtreiber für mich suchen. Ja, danke. Dann mache ich mich mal vom Acker. Wenn du alle drei geht die Arbeit dann... Ja. Oh nein. Okay, also wir suchen auf jeden Fall die Atzen. Und einer ist auf jeden Fall hier unten. Das ist doch super. Den nehmen wir gleich mal mit. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel von hier aus weitergeht. Symmetria statt Ruin. Beats me. So. Hä, mein Chef? Aber ich wäre so gern noch hier geblieben. Na gut, ich gehe. Und mit gehen meine ich, ich springe davon. Schade ist, dass, ich fände es geil, wenn Dimitri auch Herzen heilt. Das wäre richtig cool. Denn, so kassiere ich doch gleich wieder. Ich sehe es doch. Okay, mit ein bisschen Glück, Herzteil und dann, glaube ich, okay. Und ich könnte natürlich jetzt einfach, nee, ich kann mich gar nicht mehr umbringen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich nicht mehr einfach ins Wasser springen kann und dann runtergehe.
Ich mag auch richtig, wie die Developer hier offensichtlich aber so waren. Joa, wie machen wir denn das jetzt? Müssen wir die jetzt laufen lassen oder... Ach guck, da ist doch schon der Letzte. So, bitte nicht schießen! So, haben wir es auch. Hör, mein Chef, ob ich mir doch... Und die so, naja, wie kommen sie denn jetzt zurück? Oh, die springen jetzt einfach. Ah, da sind sie ja! Ever spät, was? Also an die Arbeit. Keine Pause mehr, bis die Brücke steht. Jawohl, Chef. Wir sind fertig, Chef. Was? Ihr seid schon fertig? Hätte nicht gedacht, dass ihr Trottel auch arbeiten könnt. Dann wäre keine Zeit für Pausen. Los. Jawohl, Chef. Tschüss. Kein Problem, Leute. Ich helfe euch doch gern. Genauso sehr, wie ich euch gerne helfe, brauche ich auch Herzen. Habt ihr zufällig einen kleinen Herzcontainer dabei? Da wäre ich nicht böse drum. Jo. Man fragt sich natürlich, wie die da überhaupt... Obwohl, man fragt sich gar nicht, wie die da drüben hingekommen sind. Immerhin haben wir ja gesehen, dass sie einfach springen können, wie die Affen im Wald. Also von wegen unwegsames Gelände. Deine Leute haben es auf jeden Fall raus. Na gut, solange es nicht mehr piepst, müssen wir eigentlich ja auch nicht... uns hier Gedanken machen. Muss ich... Sollte ich da drüben noch hin? Das ist mir jetzt auch zu weit weg. Wir machen das mal anders. Ich, ne, da drüben war ich jetzt ja irgendwie... Hier oben war ich ja jetzt noch nicht. Gehe ich irgendwo hin. So, die sind stark. Symmetria statt. Ja. Ich glaube, die brauchen... Die haben irgendwie... Gut. Symmetria statt. Ah, ja. Jawohl. Und hier einfach Sturmkerne. Ihr Wind bringt dich an einen anderen Ort. So, um sie einzusetzen. Jetzt können wir auch wieder zurück auf die Insel reisen, die wir verdingst haben, in der wir letztes Mal waren. Ach, und hier ist der Tempel. Schön, schön, schön. Alles ein bisschen kaputt. Alles ein bisschen hinüber. Vielleicht müssen wir da mal in die Vergangenheit reisen und gucken, was da passiert ist, ne? Wir gucken natürlich auch erstmal uns hier ein kleines bisschen um. Was sich hier noch so drumherum befindet. Glutkerne, Herzteil. Suspicious Loch. Oh. Okay. Die Hexe. Das wäre natürlich jetzt herrlich, wenn jetzt ihre ganze Scheiße... Jawohl. Ja. In das Loch fällt. Du schon wieder? Dank dir ist mir alles aus der Tasche gefallen. Recht mutig, eine Martha derart aus der Bahn zu werfen. Darf ich knapp jetzt sein Zeug vor. Pa. Ich brauche auf jeden Fall dieses Herz, ansonsten... ansonsten werden wir ja alle ein bisschen bescheuert. Der Wasserfall wäre natürlich nice gewesen, aber... Das war so klar. Aber da sind so Steine drin und deshalb kann ich da nichts machen. Ist okay. Wir reisen jetzt erstmal zurück in die Vergangenheit und schauen mal, wie es da so aussieht. Wie die Leute so drauf waren. Vielleicht hatten die den richtig geilen Style. Vielleicht waren das einfach lässige Leute in einer ganz normalen Stadt. Uff. Hier los. Hilfe, Hilfe, das Tuni-Gewinde ist zerbrochen. Ja. Darf dir unsere missliche Lage schildern? Jo. Je mehr sich der schwarze Turm der Vollendung nähert, umso seltsamer wird diese Stadt. Als das Tuni-Gewinde zerbrach, geriet die Stadt aus der Balance und der Vulkan brach aus. Das Tuni-Gewinde ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Unsere aufrichtige Verehrung gilt diesem Gewinde. Oh, ich liebe es, wie in Videospielen halt einfach die größte Grütze verehrt wird. Unsere Gesetze hier in Symmetria-Stadt erfordern, dass links und rechts in perfekter Balance sind. Doch das Tuni-Gewinde in der Mitte der Stadt ist zerbrochen. Symmetria-Stadt ist komplett aus der Balance. Wenn wir das Tuni-Gewinde nicht richten lassen und zurücklegen, wird Symmetria Stadt durch den Vulkan zerstört. Verstehst du unser Problem? Jo. Ich gab meinem Mann das defekte Tuni-Gewinde, aber er kann die Restaurationsmauer nicht hochsteigen. Okay.
Das wollte ich nicht. Man muss echt... Ich brauche echt ein dummes Item auf... Guru namens Otto wohnt oberhalb der Restaurationsmauer. Er müsste das aber auch nur tun, wenn wir wieder richten können. Aber ich würde es nie fertig bringen, diese Mauer zu erklimmen. Okay. Ich weiß noch ganz genau, dass ich auch hier... Geil, ja, der Lurch. Arm rechts, Arm links. Schritt links, Arm rechts, Schritt rechts, Arm links. Ich bin nur ein Hänfling. Hänfling kannte ich damals auch nicht. Wenn ich das doch nur ändern könnte. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich brauche... Ich brauche allerdings, auch ein paar Herzen. Deshalb muss ich eben hier mal ein bisschen buddeln. Was der... Ah ja, genau. Okay, also selbst hier vor 400 Jahren... Och, wer war er denn nochmal? Echt, beim Vulkanausbruch hat mich ein Felsbrocken erwischt. Und nach dem Tunic, wenn du suchst, musst du auf der anderen Seite der Stadt bei meinem Bruder vorbeischauen. Wir müssen dringend was gegen die Ausbrüche unternehmen. Okay, er war das also. Ich weiß auch noch ganz genau, hier habe ich es nämlich... Nach dieser Mauer oder so habe ich es nämlich auch nicht gecheckt. Oder wie das... Was ich tun muss. Hä, der Eingang zur Höhle? Vor langer Zeit wurde er von Lava bedeckt. Vielleicht gelangt man hinein, wenn sich der Vulkan abkühlt. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind irgendwo hin teleportiert worden in der Vergangenheit. Jo, in Blau sind die noch ein bisschen stärker. Deshalb lassen wir die einfach mal in Ruhe. Ist eine coole Stadt. Ein bisschen düster. Vor allem mit dem Lava-Pool. Direkt vorm Haus. Die Nähe der Vollendung des Schwarzen Türms. Doch, ich kann diese Stadt nicht allein verlassen. Links Rehme ist ein perfekt ausbalanciert sein. Mein Bruder ist zu verletzt, dass er sich bewegen könnte. Daher kann ich auch nicht fort. Wenn einer von uns geht, ist die Balance verloren. Das muss unbedingt jemand gehen. Hey, für dich sind die Regeln nicht zwingend. Kannst du. Wer zieht in eine Stadt, in der... Ich gelebe Reservationsmauer. Erstmal repariert, das muss was mit. Ja. Geil, ein alter kaputter Gummibär. Vielen Dank. Wer zieht in eine Stadt, in der es irgendwie Pflicht ist, dass rechts und links da kommt, also ne, alles in perfekter Symmetrie ist? Manchmal kann ich Musik vom Berggipfel hören. Ich frage mich nur, wieso. Schauen wir mal. Moin. Euer Ernst. So. Wirbelkerne. Der Fluss der Zeit formt das Land. Okay, Modern. Ist klar. Wahrscheinlich ja. Also ist schon okay. Kriegen wir hin. Ich will nur eben kurz mal gucken. Okay. Was ist? Was ist hier? Sure. I take it. Irgendwelche Verstecke. Stimmt, hier war es ja auch so. Das habe ich auch ewig nicht gewusst. Ich lege halt mein Schwert immer auf A um. Und man beschleunigt mit A. Aber man kann, wenn man das Schwert auf B hat, kann man es auch unter Wasser benutzen. Das war mir sehr lange nicht bewusst. Wer bist du? Mein Name ist Tokay. Ich erforsche die Zeit. Nach den vielen Jahren der Forschung stehe ich kurz davor, ein Lied zu vollenden, das einen Schritt voran in die Zeit ermöglicht. Doch ich steck fest. Echos erzeugen Wellen. Was mag das bedeuten? Da weiß ich auch noch, ey. Ich habe halt hier irgendwie gestanden und dann halt irgendwie das Lied probiert. Und selbst obwohl er sagte, mein Gehör ist auch nicht mehr das Beste, habe ich es nicht gecheckt, dass ich mich direkt hier auf diesen sehr offensichtlichen Punkt stellen muss, um dieses Lied zu spielen. Ich glaube, das war sogar der Grund, warum ich nicht weiterkam. Das ist die Melodie des Echos. Genau diesen Ton habe ich vergeblich gesucht. Das klärt alle noch offenen Fragen. Nun kann ich die Melodie endlich zu Ende bringen. Did
Du, Meister der Melodien, ich überlasse dir ein neues Lied. Die Zeit strömt voran, wenn das Lied der Zeitstroms erklingt. Spiele dieses Stück, um sofort in deine Zeit zurückzureisen. Ist der Weg in deine eigene Zeit blockiert, so gelangst du zum Ausgangspunkt zurück. Lied des Zeitstroms. Spiele es, um in der Vergangenheit in die Gegenwart zu gelangen. Joink. Der Strom der Zeit bleibt unergründlich. Ja, nice. War doch gut, dass wir hergekommen sind. Ja, ich brauche jetzt keine Portale mehr, um von der Vergangenheit in die Gegenwart zu reisen. Wenn das nicht ein Upgrade ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt können wir einfach mal hier hin. Ne? Joink. Und können einfach mal in die Gegenwart reisen. Wow. Und haben ein kleines Portal, das uns wieder zurückschickt. Das ist ziemlich nett. So. Ich glaube, hier drüben... Ja, da konnte man irgendwie... Ha. Wie soll man da hoch? Naja. Schauen wir mal, ich habe leider gerade nicht mehr, Ach, das ist so nett. Das ist von... Komplett bescheuert hier. Einmal Herz, bitte. Wie muss ich denn? Muss ich hier unten lang? Mit der Schaufel hier. Erstmal umbuddeln. Vielleicht muss ich auch da runter. Aber konnte ich da nicht gehen? Ach ja, mögt ihr es nicht auch mit mir zusammen, dieses Spiel zu erforschen und keine Ahnung zu haben, was los ist? Ich mag es sehr gerne. Joink. Bei dem Uhu da vorhin war doch ein Zeitportal. Wieso... Wo ist es denn da? Ach! Joink! Es entstehen Herzcontainer und ich habe wieder volle Herzen. Da habt ihr doch alle drauf gewartet, oder nicht? Unten war doch ein... Hier war doch ein Portal, oder nicht? Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Ups. Oh. Ich habe wild irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ah! Bitte gehen Sie. Ach! Warte mal, kann ich auch hier, nee, hier kann ich nicht Dimitri rufen, ne? Ansonsten könnte ich ja hier den Wasserfall auch hochschwimmen. Kann ich? Nope. Das da oben. Na gut, vielleicht kann man da auch erst später hin. Ist ja okay. Hier. Da, 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 da. Was für Trolls. Aber okay. Gut, dann damit haben wir dann immerhin noch den Weg. Das ist doch ganz nett. Dann können wir ja weiter. Wie geht's euch so? Hier ist es inzwischen richtig, richtig schön. Da unten kann ich doch bestimmt einen Baum pflanzen. Hier wird es so langsam kommen, so Frühlingsgefühle. Frühlingsmomente kommen durch und wir haben alle wieder sehr viel Spaß in den Gärten. Und man kann anfangen, Sachen zu pflanzen. Das macht alles ein bisschen Freude. Mhm. Hier gab es irgendwie so ein Stausee-Rätsel. Ja. Gab es hier, konnte man hier nicht irgendwie tauchen oder so ein Quatsch?
Na gut, wir reisen erstmal in die Vergangenheit. Und... Joink. So. Ja, man kann ein bisschen was im Garten machen, das ist extrem schön. Und Jonah ist so niedlich. Der hilft die ganze Zeit mit. rennt hin und her. Right. Auch ganz weird, bevor ich das gleich weiter erzähle. Ah ja, das wollte ich. Ich hab das Ding hier nie gecheckt, ne? Ach, da hätte ich ja rüber schwimmen können. Ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Ich muss hier einmal kurz nochmal... Klasse. Bringt mir das irgendwie was hier... hier zurückzureisen oder so ein Quatsch? Es gibt ja viele Geheimnisse, die man auch hier entdecken kann, ne? Da muss man mal ein bisschen schauen. Aber ja, Jonah hilft inzwischen so ganz süß. Er hatte letztens eine kleine... Wow. Eine kleine Gartenschere. Nicht eine Gartenschere, so eine kleine Kneifzange, die ich ihm gegeben habe. Und hat die... Oh Gott! Und ist mit der dann durch die Gegend gelaufen und hat nachgemacht, wie wir die Äste, die Bäume geschnitten haben. Und ist dann immer so, auch mit der dann so hin, war so... Und hat auch so dieses Geräusch gemacht. Es war einfach turbo-niedlich. Ihn so hinterher rennt zu haben, wie er alles nachmacht. Das ist schon süß. So, jetzt haben wir hier, genau, jetzt haben wir das Wasser einmal umgelenkt, genau, jetzt ist Wasser nämlich auf der Seite, jetzt ist die Rübe hier nämlich noch, jetzt können wir einmal hier, ich glaube, das Wasser muss da gar nicht hin, sondern es muss schon auf die andere Seite und die Rübe muss einfach rüber, aber ich glaube... Wir kriegen hier irgendwas Cooles. Genau. Verunreinigung des Wassers durch Gegenstände verboten. Hast du eine goldene Bombe geworfen? Oder etwa eine silberne Bombe? Welche Farbe hatte sie? Gold, Silber. Es war eine normale Bombe, Digga. Ganz normal. Du bist eine ehrliche Haut. Zur Belohnung vergrößere ich die Anzahl der Bomben, die du mit dir tragen kannst. Juhe! Lebe wohl. Wie sieht's aus? Naja. Jo, das war, ich glaube, alles. Und ich meine, das ist auch... Dass wir nicht das Wasser da brauchen. Ich schieb mal eben das rüber und reiß nochmal eben in die Gegenwart, um zu gucken. Nicht, dass ich jetzt hier das Wasser umlenke und das war da eine blöde Idee. Aber ja. Ich frage mich, wann ich diese ganzen Videos poste. Ich habe bisher kein einziges Video gepostet. Whoops. Sondern nehme mir einfach nur fröhlich auf. Das ist der... 24.2. inzwischen. Oder muss ich hier... Ah! Oder muss ich hier doch Wasser haben, um rüberschwimmen zu können? Mal schauen. Was denkt ihr? Schaffe ich das noch im März? Ich drücke mich halt die ganze Zeit so vors Intro vom Intro schneiden. Denn das steht noch aus. Und bevor das Intro nicht fertig ist, will ich auch nicht hochladen. Denn das alte Intro, Gott, das alte Intro ist so nice, ne? Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, habe ich das vielleicht schon in der ersten Folge erzählt? Ich habe so das dumpfe Gefühl, als hätte ich... War ich hier? Schon mal? Nee.
Ah, es war eine gute Zeit mit Marvin. Tempting. Ah! Restaurationsmauer. Da sind wir doch. Auf jeden Fall richtig viele Bereiche nicht abgedeckt. Das mache ich vielleicht einfach mal off-cam. Aber wir haben es gleich. Gott, oh Gott. Ich erinnere mich, dass ich hier auch immer komplett verreckt bin. Die scheiß Restaurationsmauer, Alter. Ah! Jawohl, Leute. Wir haben es geschafft. Wir können es jetzt richtig verkacken, indem wir da einfach runterspringen. Wir haben es geschafft. Moin. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Besuch mehr gehabt. Ich bin Otto, der Guru der Restauration. Benötigst du meine Dienste? Jo. Verstehe, ich soll das Tuni-Gewinde richten. Meine spezielle Restaurationshilfe-Theremonie könnte helfen. Probierst du es? Jo. Versuch es sehr lobenswert. Folge mir. Boah, muss ich jetzt nicht irgendwie tanzen oder so ein Quatsch? Ach du Gott, ja. 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 Willkommen bei Ottos Lokoloren. Nimmst du an der Zeremonie teil? Jo, sehr schön. Möchtest du die Regeln erfahren? Ja, bitte. Lass mich erklären. Ich lege das Tuni-Gewinde auf die grüne Kachel und sage die Worte, meine Restaurationszeremonie. Du musst sämtliche Monster, die auftauchen, in eines der Löcher drängen. Ganz gleich in welches. Klingt einfach was. Jedoch, Reparaturen sind anspruchsvoll. Das wertvolle Tuni-Gewinde liegt auf diesen Schienen. Die Lore fährt los, wenn die Zeremonie beginnt. Das Tuni-Gewinde wird von ihr getroffen, wenn du nicht im richtigen Moment auf den Schalter stehst. Ist das nicht so und wird getroffen, dann bumm. Also, nimmst du teil an der spaßigen, anspruchsvollen Zeremonie. Dann möge die Zeremonie beginnen. Och, ja. Ich guck mal. Ah, es geht schon wieder los, Alter. Das sind solche Atzen. Kann ich die... Nein! Oh Gott, das kann ich nicht. So, wo... Huh! Rein da! Oh, Leute. Das war's? Okay, dann kann man das auf jeden Fall noch mehr spielen. Ja, meine Zeremonie war erfolgreich. Du hast Talent, die Falle, Zeremonie hast du gemeistert. Hier ist das Tuni-Gewinde. Fast wie neu. Wie immer habe ich das perfekt hinbekommen. Herrlich. Bring mir Zeremonie vor. Ja. So kriegt man das Schwert Level 2. Leute. Das ist nämlich ganz kaputt. Und das muss man reparieren. Und das wird dann schwieriger. Und lalalala. Herrlich. So, wir haben es geschafft. Müssen wir da wieder runter? Nö, ne? Nee. Wir bringen jetzt das Tuni-Gewinde wieder hoch. Der Vulkan beruhigt sich, alles tippitoppi. Wir nehmen jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde auf. Wir müssen jetzt mal... So. Joink. Klink. Auch ein bisschen bescheuert, dass das Gewinde überhaupt keine gewindige Funktion hat. Also es dreht sich nichts oder so. Nun müsste der Vulkan zur Ruhe kommen. Ich muss die Höhle sauber machen. Okay. Kein Problem. Dieser Vulkan verbirgt eine Höhle. Doch, das ist geheim. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ding jetzt noch mal einfach in der Gegenwart an. Und eventuell haben wir dann einen schicken Dungeon. Oh, wie schön. Shredder. Wohnen da auch noch Leute? Jawohl. So ein Ärger. Ich müsste wohl größer sein. Ach so, und der auf der anderen Seite ist groß. Ich verstehe es. Aber ist doch nett. Guck mal, es sieht doch viel besser aus. Ich muss da durch. Moin. Hallo. Willkommen in Symmetria-Stadt. Perfekte Balance. Hier das oberste Gebot. Na dann. Sorry, Leute. Hier nochmal einmal kurz rumeidel. Wollte nochmal eben kurz gucken. Ach, wie schön das hier ist. Hier finde ich es richtig hübsch. Jetzt. Traum. Voll schön. Und was sagst du? Genau das Gleiche? So ist es auch leicht gemacht, ne? Wir gehen jetzt in den Dungeon. Schaffen wir den noch?
in 10 Minuten? Oder mache ich dann eine neue Episode draus? Wir machen den jetzt eben. Level 4, die Schädelhöhle. Und dann haben wir das halbe Spiel eigentlich schon durch, ne? Ich meine, wie schwer kann der jetzt hier sein, ne? Es gibt einen Ring, mit dem man auf Lava laufen kann, glaube ich. Der wäre gut. Oh Gott, die sind so ätzend, Alter. Oh geil, hier kriege ich den Tauschgreifer, den Greifarm. Die Diamanten da oben, dafür sind sie nämlich da. Joink. Okay. So. Da, was soll denn da rein? Blau? Gelb? Woher soll ich wissen, was da rein muss? Leute. Blau? Gebt mir ein Zeichen. Blau. Ein Schlüssel. Da, 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 da. Cool. Ey Leute, wir haben den Dungeon eigentlich schon durch. Wir haben den Schlüssel. Jetzt geht es einfach einmal rap, zap, zap. Noch irgendwo hin. Und dann easy. So. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Dungeon. Denn dieses Rumgehüpfe, ihr wisst, wie es ist bei mir, kann ich einfach nicht. Beziehungsweise einfach nicht gut. Gott sei Dank haben wir so einen Ring, dass immerhin solche Gegner irgendwie relativ zügig vorbei sind. Und erstmal so, ne? War so klar. Ich glaube, hier war es so, dass man, ne, man muss erstmal die Dinger hier wegnehmen. Und dann braucht man irgendeinen lustigen Kern und schießt dann irgendwie so. So. Okay. Oh Mann. Jawohl. Ach ja. Beim Garten war ich, ne? Ich freue mich richtig doll. Wir sind jetzt so vor dem komischen Punkt, wo... Es ist immer noch nicht... Wir wohnen jetzt irgendwie seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren in diesem Haus. Wir sind immer noch nicht an dem Punkt, dass wir... Also, beziehungsweise... Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Prinzipiell. Aber ist halt immer noch recht früh. Und gerade ist halt so... noch einen Moment, wo man sich überlegen könnte, größere Sachen irgendwie zu machen. Zum Beispiel den Garten ein bisschen verändern. Der ist jetzt an der Schräge. Und also er geht einfach so ein bisschen bergab. Und die Frage ist halt einfach, sollte man zum Beispiel so Terrassen einbauen? Weil das irgendwie lustig ist, finde ich. Also einfach so ein bisschen verspielt das alles machen. Und jetzt muss man sich irgendwie überlegen, ob man das machen will. Und und wenn ja, wie? Denn irgendwie habe ich zum Beispiel einen das Gefühl oder meine, unser Garten ist extrem weich. Der ist durchzogen von die Wühlmäuse haben den komplett unterbuddelt. Die Pflanzen machen einen super Job. Der Garten ist extrem weich. Und es wächst alles ganz großartig da drauf. Und oh, die sind auch ätzend. Ich glaube, die macht man am besten so platt oder so. Denn sind die das nicht die... Ups.
Das macht denen gar nichts. Kann das nicht die... Ja, genau, die springen nämlich so weg. Kann nicht spielen und gleichzeitig reden. Das ist unmöglich. Jawohl. Von hier komme ich. Ah ja. Genau. Der Boden ist extrem locker und ich glaube, das ist extrem gut fürs Wurzelwerk. Aber von allen möglichen Pflanzen. Das kennen wir ja irgendwie aus dem Wald. Das ist ja das Problem von den ganzen Harvestern oder so, ist, dass sie alles verdichten, es halt tierisch schwierig machen, dass da irgendwas wächst. Und ich glaube, das ist ganz geil. Und deshalb möchte ich ungern mit einem fetten Bagger da irgendwie drüber. Und alles verdichten. Aber natürlich, dass irgendwie, also zum einen, ob, wenn ihr irgendwie mehr darüber wisst, einere von euch ist jetzt irgendwie... Oh Gott, wie soll ich den denn da herkriegen, Alter? Wenn jetzt eine von euch Landschaftsgärtner ist und da ein bisschen mehr drüber weiß, dann sagt es mir gerne mal. Und, also ich würde mich bedanken und sehr darüber freuen. Was ist das denn hier für ein Assi-Ort? Ha! Man fragt sich auch, wie oft kann man... Jetzt hört doch mal auf, Leute. Ich kann hier nicht sterben. Ich muss hier... Ich habe noch was zu tun. Zwischenboss. Genau, aber das ist so eine der Sachen, die irgendwie anstehen, diese Entscheidung irgendwie zu treffen. Da hätte ich auch einfach mal ein Schild auspacken. Wozu haben wir denn das olle Ding? Mit jetzt. Zum Beispiel sowas. Und man ein bisschen Gedanken machen darüber, wie dieser Garten aussehen soll. Also es gibt, ne, das sind so diese größeren Projekte, die ich meinte, die da anstehen. Und den kriege ich leider nicht. Genau, also dieses Terraforming. Ah ja. Als hätte das Spiel gewusst, dass ich ein Idiot bin. Klunk. Geil, selbst das hat... Boah, Alter. Muss man mich verarschen, oder was? Ja, dann kommt nämlich der Quatsch. Da muss man hier wieder hin und... Schlüssel, please. Ja, aber man kann sich so ein bisschen Gedanken machen. Es macht wieder Spaß, im Garten was zu wuchteln, ein paar Büsche. Ach, wir haben auch ganz viel jetzt einfach mal weggeschnitten. Also kürzer geschnitten, nicht komplett weggeschnitten. Und wir lassen immer noch ganz viel Lebensraum für Vögel. Aber wir haben einfach mal ein bisschen was kürzer gemacht, um einfach mal eine Idee zu bekommen, wie man... die sind hart. Das sind harte Gegner. Es sei denn... sein, man zündet sie an und dann sind zwar immer noch ätzende Gegner, aber es geht schlimmer. Die Mumien sind unaufhaltsam. Joink. Ich wollte eigentlich... Uff.
Ich wollte eigentlich unten noch die Treppe kaputt machen, um ein paar Herzen einzusammeln, aber mein bestes Schwert und mein bestes Schild sollen dich zerschmettern. Oh, wie war das denn nochmal? Nee, so war es nicht. Kann man hier? Nö. Oh Gott. Wie ging denn der? Oh. Ach so. Na, das ist doch was. Das ist doch was. Kommen Sie mal her. Ah. Das ist natürlich unangenehm für dich. Ah. Ah. Kommst du mal bitte rüber? Jetzt oh, hier hinterher wie so ein Idiot. Ja, ja, ja. Come on! Der hätte doch sitzen müssen. Kann nicht wahr sein. Oh, oh. So, komm lang. Zieh einen Finger. Komm. Jawohl. Nein! Mein Schild ist zerbrochen. Dafür wirst du büßen. Hau ich ihn gerade oder macht er sich selbst Schaden? Oh ne. Gott. Ding dong. Und damit haben wir schon die Hälfte geschafft. Es geht doch ab hier. Es geht doch richtig ab. Es geht ab. Ich glaube, jetzt kriege ich auch mal gleich mein schönes Item. Und dann ist eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen. Mit dem kann man nämlich richtig Spaß haben, mit dem Greifer. Und dann brauchen wir hier nochmal eine kleine Bombe. Bomb. Oh, geil. Ich habe diese Rätsel geliebt. Absolut geliebt. Bin super Fan. Man muss laufen, man färbt hinter sich alles ein. Das macht einfach Bock. So. Vielleicht hier lang. Oh. Wink. Oh. Klank. Tede, Tauschhaken. Tauschhaken macht richtig Spaß. Der Tauschhaken, oh, das ist, glaube ich, aber noch der langsame, ne? Ja, das ist der langsame. Mit dem kann man, mit dem Level 2, mit dem schnellen kann man nämlich auch richtig Spaß haben. Denn der ist richtig zügig. Und der... Und der macht halt auch Schaden. Hä? Wo? Wieso das denn? Ich dachte, ich hätte den, könnte den benutzen aus der Lore raus. Ich war mir super sicher, dass das geht. Und dass das dir der Weg ist, wie man... Huh. Jetzt bin ich da ein bisschen... Hä? Ja, das geht nicht. Okay. Ich dachte, dass man da nämlich so da hinkommt. Dass man das aus dieser Lore, nämlich hier jetzt, hier, raus benutzt. Aber ist ja gar kein Problem. Wir machen das von hier, wenn das jetzt geht. Ah, nein. Leute. Auch doch die Herzen. Hm. Okay. Das passiert auch jedes Mal. Jeden Playthrough. Ha. Ne? Dann haben wir nämlich einmal das. So. Kleiner Raum. Da gehen wir rein. Wie sieht's eigentlich in der Karte aus? Aha, das ist diese Schädelhülle, von der sie mal alle reden.
Ist klar, Leute, ist klar. Ist klar. Seid ihr nicht auch froh, dass ich diese ganzen Herzen eingesammelt habe? Und nicht die ganze Zeit sterb? Früher, damals. Ach ja, stimmt, die laufen ja einfach überall rüber. Früher, damals hätte ich das mit dreien geschafft. Aber jetzt bin ich alt. Alt und verbraucht. So. Und dann sind wir doch bestimmt jetzt gleich voll fertig. Und haben das Spiel durch. Haben es gewonnen. Wie es halt so ist. Prinzessin Zelda so. Oh, Zelda. Du hast mich gerettet. Dank dir. Dank dir kann ich endlich wieder in Ruhe leben. Obwohl hier überhaupt nichts mit Zelda ist, ne? Nairu ist ja die wichtige. Ist ja auch mal eine ganz schöne Abwechslung, muss man da auch mal dazu sagen, oder? So, jetzt noch einmal hier. Joink, joink. Och, geil. Bestimmt runter, ne? Bestimmt. So, wir gehen erstmal hier lang. Machen erstmal die Atzen durch. Vielleicht kriegen wir dann irgendein cooles Item. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir gehen einfach mal hier lang. Und dann hier hoch. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Wo muss ich denn lang? Runter, rüber, hoch, in die Mitte. Ja, komm. Wir machen einfach mal. Jetzt auch zu spät. Einfach mal so. Das, glaube ich, nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Irgendwie hier. Komm, laufen wir hier einmal um Pudding. Ja, kleine Schlaufe. Hier so, vielleicht? Boah. Ist doch jetzt nicht. Jo. Ist doch nicht ganz verkehrt. Joink. Yeah, die eine Lösung, die es gab, habt ihr mitgefiebert. Bestimmt. Ups. So. Jetzt müssen wir nur noch hier es schaffen. Den Sprung. Waghalsig. So. Und jetzt erzählt er mir, dass wir es eigentlich geschafft haben, ne? Du blöde Sau, ey. Was war denn das? Was war das? Was war das? Sowohl von der Fledermaus als auch von mir. Oh Gott. Ja, ich sehe doch schon. Hätte nicht gedacht, dass die mich nicht da runterschubst. So, es ist fast, Leute, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Schaffen wir es, bevor die Stunde vorbei ist. Wieso? Oh Gott. Nein. Nein! Gott, willst du mich verarschen? Das ist der Rückweg, ne? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich das nicht schaffen kann. Brauche ich dafür nicht Turbokern oder so?
Okay. Na gut, na gut. Kann ich... Ich sehe schon diese Fledermaus. Die wird mir den absoluten Rest geben. Es sind nicht die Endgegner, also vielleicht sind es auch mal die Endgegner, aber es sind meistens nicht die Endgegner, die, die mich dann zum Scheitern verführen, sondern leider die Fledermäuse und die Löcher bzw. Lavabecken. Was natürlich schon ein bisschen ikonisch ist, aber na gut. Nein! Ein kleines Detail. Ein kleines Detail. Versemmelt. Kann ich nicht so schon? Ja, warum bin ich den komischen Weg gegangen? Okay, großer Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch einen Boss klatschen. Mal überlegen, wie der ging. Aber es wird sich gleich zeigen. Leute, wir machen das so hier in einem Rutsch. Ne? Seid ihr nicht auch froh, dass das hier so abgeht? Dass wir einfach ip, zip, zap, joink. War das der Weg? Ich hoffe. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Ah, die, und die, weißt du? Irgendwelche Bosse, scheiß drauf. Aber solche Leute... Ja. So, jetzt kann es ja nicht mehr schlimm werden. Was haben wir hier? Ach. Ah. Oh Gott. Okay. Draufhauen, gut. Und wieder draufhauen, okay. Hä? Ja, danke für diesen anspruchsvollen Boss. Wir haben es geschafft. Und das unter einer Stunde. Hey, wir halten die lodernde Flamme eines Hans der Zeit. Unstete Herzen erhalten durch sie die brennende Leidenschaft eines Helden. So, die Hälfte des Spiels haben wir durch. Wir haben es richtig gut geschafft. Hier, der rote Brokkoli meiner Liebe, meine Liebe, der rote Brokkoli kommt schon an. Immer mehr meine Erinnerung kehrt zurück. Der Kamm nördlich von Nairos Haus steht in Verbindung mit den Essenzen. Ah ja, da waren so zwei so Diamanten, die wir mit unserem Trennschleifer hier überqueren können. Wollen wir mal? Komm, wir probieren mal hier so. Den Wirbelkern find's herrlich, wie der Link so drin hängt. Guckt, und jetzt können wir nämlich richtig easy uns durch die Gegend warpen. Und wir machen nochmal eine Sache hier zum Abschluss zusammen. Abgesehen davon, dass wir in den Shop gucken. Nö. Oh, hier können wir uns nochmal rein teleportieren jetzt. Wir gehen mal zusammen zu Vasu und lassen mal unsere Ringe schätzen. Schätzen. Denn wir haben zwei Ringe. Und es passiert mir jedes Mal. Joink. Blitzring. Schwertstrahl. Bis minus zwei Herzen. Das Schwertstrahl hat man, glaube ich, erst mit Level 2 Schwert. Den haben wir noch nicht. Marterring. Treffen hoch. Habe ich bereits. Kauft er mir ab. Joa. Na dann, gucken wir noch einmal ganz, komm, wir schauen noch mal einmal ganz kurz. Ganz kurz. Schauen wir noch mal in... Oh, sie muss doch schon wieder kacken, oder? Ich lass sie mal ganz kurz. Ist auch immer unangenehm. Ist auch unangenehm als Baum, wenn man nicht die Tür einfach mal zumachen kann, ne? Man hat keine Arme. Wie soll man da in Ruhe kacken? Denkt mal drüber nach. So. Hier ist Vasu.
Hier ist doch der Shop. Hier? Oder einen rechts neben mir? Wir werden es gleich sehen. Bisschen Schiss gehabt. Fast. Hier. So, nein, ist auch schon 9:30, ist ja auch schon wieder Zeit fürs Bett, ne? Leute, bleibt ihr nicht so lange auf. Das ist nicht gut, glaube ich. Sagt Moody. So, ist das jetzt der geheime Secret Shop? Willkommen, bringen Sie mir etwas, das Sie kaufen möchten. Oh, gut, ne? Ich gehe mal sparen. Dann kann man mehr Dingensbumsens tragen. In dem Sinne, mehr Ringe. Geil, die Dinge bling, Ringetui. Leute, in dem Sinne, wir sehen uns. Und ja, wir haben die Hälfte schon durch. Von 6 Teilen. Bis denn. Macht's gut. Ciao, ciao.